Hallo! Seit langer Zeit mal wieder ein echtes Perlenvideo. Ich dachte mir, wir fangen heute einfach mal ganz von vorne an. Ich denke da hauptsächlich an die Abonnenten auf meinem Kanal, die mit Glasperlen überhaupt noch nie irgendetwas zu tun gehabt haben. Einfach nur mal, um euch zu zeigen, was ist das überhaupt und wie macht man das. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist eine Glasperle. Das hier ist auch eine Glasperle. Und auch das und sogar dieses, auch die hier, auch das sind alles Glasperlen. Die sehen so unterschiedlich aus. Wie könnten das alles Glasperlen sein? Eine Glasperle ist logischerweise immer erstmal aus Glas und hat ein Loch in der Mitte. Wäre kein Loch in der Mitte, wäre es eine Murmel. Welche Form eine Glasperle hat, ist völlig egal. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auch das hier ist eine Glasperle, ein Loch mit Glas drumherum. Um eine Glasperle herzustellen, brauchen wir natürlich Glas. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch noch mehr. Und eigentlich noch viel mehr. Also eigentlich kann man Glas nie genug haben. Wie kommt denn das Loch in die Perle? Dafür brauchen wir einen sogenannten Dorn. Der kann so aussehen, der kann aber auch so aussehen. Wenn man so ein ganz großes Loch machen möchte, sieht der so aus. Wenn man das heiße Glas auf das heiße Edelstahl auftragen würde, würde die Perle an dem Material kleben bleiben. Damit das nicht passiert, ist hier ein Trennmittel auf dem Dorn aufgetragen. Der Dorn wird in das Trennmittel getaucht. Dieses Trennmittel bleibt auf dem Dorn haften und muss trocknen, bevor das Glas aufgetragen werden kann. Ja, das ist ja schön, ne? Jetzt habe ich Glas und einen Dorn für das Loch und das Trennmittel, damit das Glas nicht am Dorn kleben bleibt. Ja, und wie kriege ich dieses Glas von der Stange da jetzt dran? Das ist zum Beispiel mein Perlenbrenner. Hier ist der Sauerstoff angeschlossen und hier das Gas. Das ist ein sogenannter Zweigasbrenner. Es gibt auch Eingasbrenner, die funktionieren ein wenig anders und brauchen nur Gas. Hier vorne kommt dann die Flamme raus. Das Trennmittel muss einmal durcherhitzt werden und dann kann das Glas in der Flamme geschmolzen werden. Alles, was dann geschmolzen ist, lässt sich formen, kann also hier auf den Dorn aufgetragen werden. Und schon haben wir eine ganz, wenn auch einfache und nicht besonders große, aber eine Glasperle. Damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was ich sehe, baue ich euch mal hier so ein Glas vor die Linse. So furchtbar spannend wird die nachher nicht aussehen. Das ist gelb und rot. Was soll da Spannendes rauskommen? Gelb und rot. Aber man sieht ganz gut, dass die Farben sich also schon sehr, sehr, sehr verändern, wenn sie heiß sind. So wie das Glas abgekühlt ist, hat es in der Regel wieder fast die gleiche Farbe wie vor dem Erhitzen. Ja, und wenn die Perle fertig ist, dann kommt sie zum Abkühlen, zum Beispiel in Vermiculit oder in den Ofen. Ja, den Ofen habe ich jetzt allerdings nicht angemacht. Für diese kleinen Perlchen reicht das Abkühlgranulat auf jeden Fall aus. Wenn die Perlen abgekühlt sind,
dann muss natürlich noch das Trennmittel aus der Perle entfernt werden. Der Dorn wird dann abgezogen, den kann man dann rausziehen, wenn alles kalt ist. Aber das Gebrösel bleibt ja in dem Loch noch drin und muss entfernt werden. Mit einer kleinen Handfeile ausgerieben oder mit einem elektrischen Gerät, das spielt keine Rolle. Aber nur wenn der Perlenkanal auch wirklich sauber ist, ist es eine gute Perle. Jo, ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat euch ein wenig gefallen. Es ist halt, wie gesagt, gedacht für die unter euch, die mit Perlen überhaupt noch nie was zu tun hatten. Einfach nur mal zu zeigen, was ist überhaupt genau eine Perle und wie macht man das. Es gibt auf meinem Kanal ja noch diverse Perlenvideos, die allerdings auch schon diverse Jahre alt sind und an Qualität hier und da sehr zu wünschen übrig lassen. Nun ja, damals hatten wir nichts anderes. Da musste man mit dem fertig werden, was man hat. Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mal wieder hier so ein bisschen reinzuschauen. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall wieder was Spannenderes, versprochen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, macht's gut, tschüss! Ohne die Kamera stürzt ab.